Rahel und Lea, Teil 3 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen. Jakob musste seine Heimat verlassen, weil er seinen Bruder Esau betrogen hatte und deswegen Angst vor ihm hatte. Auf seiner Reise kam er an einen Brunnen. Dort begegnete ihm eine junge Frau, die ihre Schafe hütete. Er half ihr, Wasser zu schöpfen, und sie kamen ins Gespräch. Sie erzählte ihm, dass sie Rahel, die Tochter von Jakobs Onkel Laban, war. Und so lud Laban Jakob zu sich nach Hause ein. Jakob blieb bei Laban und arbeitete eine Weile für ihn. Nach einiger Zeit bot ihm Laban an: Du arbeitest jetzt schon eine Weile für mich, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich möchte dich gerne entlohnen. Sag mir einfach, was du willst. Jakob hatte sich in Rahel, die Tochter von Laban, verliebt und bat Laban, sie heiraten zu dürfen. Dieser stimmte der Heirat zu, bat Jakob aber, 7 Jahre für ihn zu arbeiten, um zu beweisen, dass er es ernst meinte. Die 7 Jahre vergingen wie im Flug und danach gab es ein großes Hochzeitsfest. Nach dem Fest gingen Braut und Bräutigam zusammen in ein Zelt, um miteinander zu schlafen. Laban hatte neben Rahel noch eine Tochter, die wenig attraktiv war und Lea hieß. Er tauschte die beiden für die Nacht aus, sodass Jakob mit Lea schlief anstatt mit Rahel. Als er am nächsten Tag den Betrug herausfand, stellte er Laban zur Rede. »Warum hast du mir Lea gegeben, obwohl du mir Rahel versprochen hattest?« Laban redete sich heraus. »Es ist nicht üblich, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten. Bitte behalte Lea als Frau. Ich werde dir Rahel noch dazugeben, wenn du nochmal 7 Jahre für mich arbeitest.« Jakob stimmte zu, und so kam es, dass Jakob 2 Frauen hatte.